Komm doch nicht, ich wollte noch auf Ebene 55 fähig sind. Nein! Was ist mit dir? Es ist die Matschi. So, ja, perfekt. Dubious Fund da. Ich habe gerade mal geschaut, die Nummer, die mir SMS geschickt hat, dass mein Twitch-Kunde gelöscht wurde, kam aus Amerika. Okay. Aber welches Konto denn? Hier scheint ja noch nicht gelöscht zu sein, oder wie? Da! Okay, den nehmen wir mit. Schön, okay. Es hat mich irgendwie noch niemand nach, wenn ich mache. Lernen wir ein paar Sachen. Quick footed. Blue Sapling Pools. Habe ich nicht so viele gesehen eigentlich. Losing an Offering Shrine. Monsters will occasionally drop twice as many items. Certain cooked dishes will occasionally drop from treasure chests. Okay. Ich bin eigentlich nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Naja. Naja. Handfische können wir leider nicht daneben. Moment. Eventuell brauchen wir unten wieder einen. Aha! Gib mir noch eine Schriftrolle. Feigling. What? Gar nicht angeben, nur dass das Konto gelöscht worden ist und den Link, auf den ich nicht drauf drücke. Ja. Würde ich vielleicht auch eher nicht machen. Dubiose Matsche gelassen. Habe ich wieder zu viel Energie? Ich kann nicht loswerden. Schnell, schnell! Oh nein, meine Tiere. Sind noch alle draußen. Haben die Hunger oder was? Das so aus. Das kann weg, das kann weg, das kann glaube ich weg. Lass mir mal. Den haben wir dann langsam. Naja, man weiß es nicht. Wir senden mal einen. Vielleicht will dann jemand einen, den ich ihm versendet habe. Vielleicht ist das der Trick. Nein, das nicht. Ach, und ich wollte eigentlich noch die Cranberries pflanzen. Aber vielleicht pflanzen wir die auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch was wird vor dem Winter dann. Das ist nicht.
So, vielleicht. Nicht begeistert hier. Tag. Guten Tag, Lenz. Es ist zwar eher Nacht, aber schön, dass du zuschaust. Wie geht's? Bist du bei der Arbeit? Drei, ne. Drei Streams hier. Das hört sich irgendwie wenig an für Lenz, würde ich sagen. Was ist da los? Was ist da los? Wie geht's dir? Wie war dein Donnerstag? Wir bauen wieder ein bisschen an der Farm. Habe ich wohl einen Stream verpasst? Ah, das ist halt immer blöd, dass das die Serie dann ist. Unterbricht. Ah ja, okay, die werden schon noch was. Upgrade ihn. So. Und? Und? Wie viel Kohle, Holz und Steine will sie? Also ich sage Kohle, sage ich jetzt schon 10.000 eigentlich. Okay, ich gehe runter. Ich sage 8.000. 8.000? Holz will sie 800 und Steine 500. Wer geht mit? Bin mal raus. Schönen Abend noch. Hi und bye. Dann wünsche ich dir eine wunderbare Nacht, Anno, und vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. It's time to discuss what's next for Mystery. Could you meet me at the inn? Das hat jetzt schon echt Arbeit mit den ganzen Tieren besorgen. Aber so wollte ich es ja. Hallo, Fail. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Wie geht's? Spielst du auch viel auf Mystria? Ich habe gestern den Fehler gemacht und mir richtig viele neue ja, Tiere gekauft. So richtig viel. Jetzt kann ich nicht hinterher mit besorgen. Und bei dir so? Hätte aber eigentlich die Treats noch nicht kaufen müssen. Mir ist zu viel Arbeit, die zu füttern jetzt. Zu viel Arbeit. So. Was machen wir denn heute? Es ist Mittwoch. Mittwochs ist nichts Besonderes. Oh, ich sollte vielleicht mal wieder nach den Bäumen gucken. Oh, ich sollte vielleicht mal ab und zu mit meinem Drachen reden. Mag mich ja niemand. I confess I have not had much dealings with merchants, so I cannot tell you if this bailer should be relied upon or not. Dragons rarely need to buy things. Ich will den Drachen heiraten. Ich bring gleich mal ein bisschen Holz mit zu mir. Na, vielleicht will sie auch das neue Holz. Natürlich jetzt auch sein.
Glas. Von den großen Steinen. Merkt ihr das? Das wird schon wieder so komisch langsam. Alex! Raten Sie mal, woher diese Sprüche kamen. Hey, Bubu. What? Ich hab keine Ahnung, woher die Sprüche kommen. Warum soll ich das raten? Und hier wird nicht gesiezt im Stream. Wir sehen die alle Peru. Vorher gedacht habe, ist also, als ich das so gesehen habe, vielleicht bringt es gar nichts mehr, wenn ich jetzt Celine noch mehr Sachen schenke. Also vielleicht geht es gerade einfach nicht höher als 4 Herzen. Vielleicht ist das eine Begrenzung in mir gerade. Bitte sie nicht zu ziehen. Aufhören. Okay. Was ist hier los, Adeline? Was muss ich machen? Wo ist sie nicht mehr wüsste? Ja, sorry, die wollen alles auf dem Holz. Ich kann sie auch nicht machen. And here's struggle. Hier bin ich. Can I get you two a bite to eat? Ja, bitte. No, no, this isn't about us. We're here to talk about Jing. Ich hätte gern was zu essen. At least let me make us some drinks. Yeah. I'll have something fruity. Bitter and full body, please, okay? Can I get a glass of water? You must put it, bitte. You got it. I suppose I have a story as it's having them. Mm-hmm. Ja, direkt an die Bar. So what can we help you two with? As you know, we recently rebuilt Hayden's barn and coop, giving him the room to raise new animals and securing a new source of exports for the town. It was a project that I don't think Hayden could have done alone, but it benefits everyone living here. I'll say, we haven't had to worry about our orders being too big ever since. And the quality has never been better. I'm so glad to hear that. I think I see where this is going, Adeline. The Sleeping Dragon Inn is the first place travelers come to when they arrive in Mistria, and it's the hub of our social life. With an upgrade, the sky is the limit. Well, I don't know. We can't really go much bigger than we are. Don't have the staff. It's a lovely thought, but I wouldn't want to put so much of a burden on you two. It wouldn't be any trouble, really. Ja, sag die! Ihr macht ja auch schon was. You've both given so much. The town relies on everything the inn provides. Come on, I'd love to help. That's sweet of you, but... Oh, it's right there. Reina, goddess, you gave me such a start. A little bird told me that we were next up for improvements. Sorry, I got excited. And I've just put the finishing touches on my proposal. An upgraded state-of-the-art kitchen and bar. We'll be able to offer even more dishes. Well, now, and what's this about furniture and decor? Rice and Lennon have already agreed to help us do some redecorating. We'll even stock some of the new decor for sale. They'll be perfect souvenirs for our visitors, don't you think? Runners for the tables, new cushions for the chairs. You've really thought of everything, Reina.
And the soup cordon proposal. That's right, bigger servings for everyone, loaded with delicious ingredients. This looks fantastic right now. Und wer macht das alles, wenn du bist dort? Yo, Hemlock, what do you two think? Yo. Also, das war Joe. Okay, Joe Hemlock, okay. Ich dachte jetzt, I'm a bit overwhelmed, to tell the truth. With a proposal this well thought out, how could you say no? I'm so proud of you, Reyna. Aw, oh, you too. I get a donation box set up outside. We are counting on you as well. Also, die Stadt ab, dann hast du ganz viel Holz. Ja, wäre schon eine Idee, oder? Wäre halt schon eine Idee. Ja, guck. Oh, wir brauchen zwar nicht von neuem Holz, aber wir brauchen Glas. Ein Silber-Ingot. Echt? Silber-Ingot brauchst du 10. Das ist ja super. Alter, was? Das kann ich mir gar nicht merken, alles. Steinholz, Glas, Silber und noch irgendein Scheiß. Und die Parade hier zu dir. Komm, ich schenke den Kindern den Alkohol. Nein, ich will nichts trinken, ich will mit denen reden. Ich will doch noch reden. Wieso kommt mich eigentlich nie jemand besuchen? Macht mich schon ein bisschen traurig. Niemand will mich besuchen. Ja gut, also dann hacken wir halt wieder Holz. Was wollen wir machen? Also das neue Holz braucht irgendwie kein Mensch. Aber Glas. Silber. Ja, eigentlich mein Silber nicht hergeben. Hoppla, war es ein Hundeschlag. Benny sieht aus wie so ein Salsa-Dip, in dem ein Nacho drin steckt einfach. Ah ja, das brauchen wir auch. Das Piet-Dings. Das ist auch noch nicht aus der Truhe. Ich glaube, das habe ich immer behalten. In weiser Voraussicht. Das könnte ja... Also Käse gibt bestimmt mehr, oder? Als nur die Milch. Vielleicht wäre es besser, wenn ich die Milch immer zu Käse mache. In die Mühle und dann wegschicke. Bisher lagere ich die Milch sowieso nur, von daher. Weg da, Vogel! Ja, genau, gieß den Baumstamm. Der wächst bestimmt wieder. Der war. Bin ihn hier. Das kriegen wir heute noch hin. Also ich habe vor, so noch eine Viertelstunde zu spielen. Ich glaube, das wird knapp. 600 Holz kurz.
ein paar Bäume gesehen. Okay, das finde ich jetzt cool, dass ich da nur noch zweimal drauf habe. Also wir merken das schon. Aber wieso brauche ich keine Hartholz? Was ist das? Also sie könnten auch mal was anderes farmen lassen. Aber ja, gut. Für ein Gebäude brauchst du halt Holz. Gute Nacht. Gehst du ins Bett? Dann gute Nacht, Nils. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. I wanna go home now! Mach jetzt! Gerade nichts Blödes zum Wegwerfen eigentlich. Ja, genau. Die Spitzhacke auf dem Baum. Sehr effektiv. Wenn, dann könnten wir ja auch mal hier wieder sowas reparieren. Neue Treppen. Man dann mal die ganze Insel erkunden muss. Muss leider früh raus, ja. Das tut mir leid. Aber danke, dass du so lange zugeschaut hast. Ich hoffe, du hast wenigstens morgen nicht so viel zu tun am Freitag. Also ich glaube 600 Holz waren das jetzt nicht so ganz. Best Viewers! Best Viewers! Oh! Das ist dasselbe. Ja, jetzt hätte ich gerade gesagt, das widerspricht sich aber es ist dasselbe. Zweimal Best Viewers. Seid ihr ein Pärchen oder so? Ja, ich weiß auch nichts. Ich räume mal langsam Richtung Bett. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ach, Caro, ja, du gehst auch. Okay. Dann auch an dich eine wunderbare Nacht. Und bis bald und danke fürs Zuschauen. Bis auch bald. Oh. Nee, geht mir nicht mehr. Schon so, wieso hat da niemand was dagegen? Das ist hier alles obwohl, weil es halt der Stadt so gut kommt. So, Zerstörung. Hallo, Eli. Oh, aber doch 320. War doch jetzt gar nicht so schlecht. Nicht gesagt. Achso, das hätte sie ins Museum bringen. Ja, sollen, ja. Die Krone, dann fehlt nur noch der Handschuh von Thanos. Oh, kann ich wieder nicht reich und berühmt werden hier.
kling, 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 kling. Sind die Pferde groß? Oder sind die noch klein? Ich sehe das gar nicht. Ich habe das Glas nicht abgegeben. Hä? Konnte ich das nicht? Blöd. Ich da noch mal schnell hin. Ich bin nicht schuld, du wolltest mir ja kein Mordrechte geben. Ich hätte dir die was. Ja, das bringt aber auch nichts, wenn so wilder die Band. Da machst du nichts, würde ich sagen. So, da, Glas. Und das da, ja. Und Silber, Ingwer. Das tut halt schon weh. Also noch 300 Euro. Steine müsste ich doch haben. Steine müsste ich doch haben. Die habe ich jetzt noch nicht aus der Truhe. Hallo. Sie gehen eigentlich alle relativ spät ins Bett, muss ich sagen. Enten geben ja bestimmt auch Eier einfach, oder? Als Produkt. Oder geben die Daunen für Kissen oder so. Aber was geben Hasen? Das ist genug Steine. Was geben Hasen? Schafe geben Wolle. Ja, Hasen und Pferde ist ein bisschen fragwürdig, was die geben. Ob die was geben. Ich glaube, in einem Spiel gab es mal so Angora-Kaninchen. Also da haben die dann auch praktisch Angora-Wolle gegeben. Also den Tag machen wir noch. Und dann gehen wir schon ins Bett. Okay, wir legen einfach grüne Eier. Die ist irgendwie cool. Die sieht schon cool aus, die Ente. Also so viel dazu. Machen wir das eigentlich im Winter? Im Winter müssen die ja alle. Nimm ein braunes Hühnchen! Alle drin bleiben immer, oder? Wie machen wir das dann mit dem Essen? Da wächst ja dann auch nicht mehr so viel. Ich glaube, ich habe nicht genug vorbereitet. Seid ihr jetzt groß? Die Enten sind schon groß. Ich glaube, die Pferde sehen jetzt nicht wirklich groß aus.
Wo ist Enten? Da ist Enten und Hühner vermutlich auch. Wachsen schneller. Als die großen Tiere. So, alle raus. Und ich gehe wieder Holz haben. Vielen Dank, Selvie. Und Born. Hallo, Selin. Na, machst du? Are you foraging too? There's so much to find out here. Was heißt foraging? Ich hab keine Ahnung. Ich hacke Holz. Sieht man doch. Ja, die goldene Gießkanne. Ich möchte auch gerne eine goldene Gießkanne. Wenn du denkst auch. Geht hinter mir her. Am Holz geht ein Baum hinter mir an. Was ist los mit dir? Lauf mal ganz unauffällig schneller. Löscht die Nachrichten, ja. Soul Wailer lässt mich wieder nicht reich und berühmt werden, einfach. Der hat mir lange gebissen. Ach, jetzt. Du machst gerade irgendwie viel Schlaf, finde ich. Oha. Okay, was ist das für eine Wunder-Eiscreme? Elend wäre so der beste Ehemann hier. Die Hülle ist da am besten. Wobei Helden vielleicht auch. Aber Helden ist einfach alt. Ob man sich selber auch wieder ganz einfach fühlt, wenn man so einen Brunnen trinkt und super ist. Ja, okay, im Bad wird man auch. Im Gegenteil, der arabische Prinz hat sich gemeldet, ja. Dann war wieder der Reichtum für mich, ja. Ist so. Die besten Viewer wurden mir gewählt. Die allerbesten.
Ja, ich dachte mir, dass das dasselbe ist. Ich dachte es mir. Und trotzdem hat es mehr Platz im Inventar genommen als nötig. So, und dann ist schon wieder 17 Uhr und wir haben den ganzen Tag Holz gehabt. Aber wir sind doch die Besten. Ach so, ist das so? Aber ihr wart gar nicht auf der Seite. Also irgendwer lügt hier, würde ich sagen. David Kampf oben ist voll der Inventar, wer kennt das nicht? Ja, das geht in fast jedem Spiel so. Reward set! New reward! Aha. Also, wo gehst du hin? Lennon hat gesagt, du gehst mit der Axt hinein hin. Wieso habe ich eigentlich die Milch nicht? Ich bin doch dein Lieblingszuschauer, absolut. Mich gibt es auf keiner Seite. Deswegen bin ich auch der Beste. Ich bin exklusiv und Premium. Ach so, ja gut, das wusste ich jetzt natürlich auch nicht. Musst du mir ja erstmal sagen. Was macht wohl den besten Zustand? Lass die mal vorbei, weil ich glaube, er hat gerade wieder so ein bisschen ein Problem, dass hier viele Leute auf einmal sind. Der Abstürz. So, also, hä? Nur 174, okay. Geht noch einiges an Glas. Und Silber. Achso, Silber können wir vielleicht machen. There you are. Have you gleaned anything from your amphibian research? No. Kein Frosch gesehen. You're not thinking of using that frog, are you? Do you need any help? I see how it is. Now you want to meet Wolf and research is getting somewhere. No, no, you had your chance. Just you wait, struggle. I think I want to something positively. Rebelling. Oh, ho, ho. Alter, der Gesichtsausdruck. Oh, okay. Vielleicht mag Marge ja ein Silber-Ingot haben. Ein Silber? Hallo. Don't stand too close. Don't stand so. I'm trying to work here. Can you help me? Ah, thanks, Struggle. I could turn this into something pretty nice. Deshalb habe ich dir ja auch gegeben. Pickaxe machen, mit der ich besser Sachen hauen kann und so, aber nö. Das Ing braucht das für Deko. Probiert lieber mal euren Schornstein. Ich habe erst 5.
Ah gut, das heißt, ich muss dann auch noch in die Mine gehen. Oh nein, wie furchtbar. Aber ich dachte irgendwie, die Holzausbeute wäre größer. Dann haben wir so 300 Holz geholt. Und heute dann doch so viel weniger. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Silberaxt machen, da ging vielleicht dann noch schneller. Mit dem Holzhacken, wer weiß. Glas gibt es von den größeren Steinen. Okay, da hat es ja auch welche in der Mine. Da wird sich um den ersten Platz gestritten. Ja. Wie war das mit Adoptieren? Mit Sugar Daddy und Bestechen? Du verkraftest nur die Wahrheit nicht. Wer ich? Oder Pilip? Hallo. Wo geht ihr hin? Geht ihr auf ein Mitternachtsdate? Sieht fast so aus, hä? Nur 90. Okay, ist fertig. Okay, yes. Wir haben genug Holz. Brauchen wir noch Glas und Silber. Okay, dann müssen wir nächstes Mal wohl in die Mine gehen. Oh. Das ist aber ja schade. Aber wer ist der bessere Zuschauer hier? Ich muss Gideon sagen, weil Gideon halt schon seit 4 Jahren zuschaut. Das wäre jetzt ziemlich unfair, wenn ich. Ja, ich wollte doch, dass ihr reingeht. Das kann ich nicht mehr. Die Glocke nicht mehr ansprechen. Okay. Deshalb Qualität vor Quantität. Und nicht. Gideon ist aber auch ein sehr qualitativ guter Zuschauer. Sofa. Ja, weg damit. Wer braucht schon ein Sofa? Noch anwächst. So, fuck. Aber ist ja auch qualitativ, ja, als ich. Ich vermute mal, das wird sich dann mit der Zeit zeigen, hätte ich gesagt. So. Geh wir schlafen. Alle. Ja, habe ich noch nichts Schlechtes über Gideon gehört, beziehungsweise gelesen. Das ist doch mal ein Kompliment, Gideon. Das würde ich mir jetzt aber sehr zu Herzen nehmen. So. Friday Night at Inn ist nächstes Mal. Das ist schön. Das finde ich sehr schön. Übrigens ist morgen Freitag der 13. Ich muss aufhören. Okay, gut. Gut, gut, meine Hübschen. So viele nette Leute mit einer Ausnahme. Mir?
Ja, meine Lieben, vielen Dank für euer geduldiges Zuschauen. Was ist heute Donnerstag? Dann wäre regulär wieder nächste Woche Dienstag. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Dienstag nächste Woche geht. Weil eventuell habe ich nächste Woche Dienstag eine Offstream-D&D-Session, die dann bald onstream wird. Weiß aber das. Also ich weiß noch nicht genau. Muss ich schauen. Vielleicht finde ich aber am Wochenende noch Zeit, ein bisschen zu spielen. Ich überlege gerade. Morgen, vermutlich morgen eher nicht. Vielleicht morgen Tag Pause. Aber vielleicht Samstag oder Sonntag. Mal schauen. Mal schauen. Du sollst nicht immer von dir selbst. Ich bitte, es im Stream nett und höflich zu halten. Du hast keine Erinnerung, Itchy. Ja, ich dachte eigentlich, vielleicht kriege ich mal am Wochenende so einen Tag raus, wo wir vielleicht mehrere Sachen spielen können. Das wäre ja auch mal schön. So, wo ich ein bisschen länger streamen kann. Muss ich aber schauen. Muss ich schauen. Danke, Mara, für den schönen Stream. Ich danke. Ich habe zu danken. Du hast mir den Feierabend verschönert. Das freut mich sehr. War an dich gedacht. Ich verteile gern Tipps an andere zu bessern. Wer tut das nicht? Ja, jedenfalls. Nicht streiten hier. Also, ihr dürft euch ein bisschen aufziehen, dürft ihr euch. Aber nicht so, dass der andere verletzt wird, ja. Und damit vertragt euch gut und eine wunderbare Nacht. Macht's gut. Ciao, ciao.